Soderle, dann herzlich willkommen zur zweiten Folge Flipside of Soccer. Ich sitze hier bei Ivan in der Bude und wir quatschen einfach mal drauf los. Wie geht's denn dir, mein Guter? Ja, mir geht's ganz gut. Wochenende gut überstanden. Bisschen klinisch, vor uns noch ein bisschen trainiert. Du musst ja ein bisschen die Zeit füllen, die du irgendwo hast. Und ein paar Sachen, ein paar Vorsätze sind ja auch da, die ich mir gesetzt habe. Silvester, also ich wollte 20 Minuten jeden Tag trainieren. Derzeit ist es mehr, weil du einfach viel Zeit hast und einfach im Flow bist. Ja, ansonsten ja, bin ich wieder positiv aufgeregt. Die erste Folge haben wir hinter uns. Und jetzt sind wir in der zweiten schon. So schnell geht's. Wir hatten ja schon das Thema, wie war das? Kein Podcast, sondern ein Podfast. Richtig schnell. Gedankengänge und Umsetzung war, sage ich mal, man hätte sich mehr Zeit lassen können. Ne? Ja, aber das macht es ja so spannend, dass es also gar nicht so viel Vorbereitung, sondern einfach ein bisschen drauf los, zeichnet uns ein bisschen aus. Vielleicht hängt das ein, die ein oder andere Qualität haben wir im Hintergrund. Alles gut, machen wir die Rakete aus, ja. Ja, genau. Passt. Machen wir den Backstein bitte aus jetzt hier. Die eine oder andere Qualität, also in Sachen Mikro haben wir ja schon ein bisschen ausgewertet. Vielleicht seht ihr das auch anders, ne? Da könnt ihr uns mal ein Feedback dazu geben. Aber da sind wir dran, uns da professionell aufzustellen. Ja, ansonsten war gestern ein schönes Spiel. Ne? Es war klasse. Es war, also ich sag mal so, ich bin absolut, es wird nicht bei jedem gut ankommen, aber ich bin ein Borusser. Ne? Schwarz-Gelber schon immer. Habe auch nicht versucht, da links und rechts zu schießen, sondern seit 94, ich glaube 95 war die Meisterschaft, 96 auch und 97 Champions League Sieg und seitdem, hey ja, BVB. Hast du auch mit Trikot und so zu Hause? Oder? Also richtig Vollblut? Oder? Naja, also ich war mal so, man wird ja auch ein bisschen reifer, denkt man bei mir nicht, ich weiß, aber ist vonstatten gegangen. Ja, Champions League Finale 2003, Wembley gegen die Bayern, da hatte ich es schon an. Aber mittlerweile, ich glaube, zu solchen Anlässen würde ich es schon auspacken. Da bin ich schon patriotisch mit dem BVB. Aber sonst, ja, ich bin nervös. Absolut, ich bin nervöser als bei der ersten Folge. Das ist auch ganz wichtig, dass jetzt mal der Druck ein bisschen raus ist. Aber grundsätzlich, ja, du läufst schon mal auf und ab. Gerade gegen RB, ich als Traditions Fetischist. Ich habe bei Traditionsvereinen gespielt in Leipzig, bei Lok und Chemie. Und ja, da ist es einfach was Besonderes, dann gegen die zu gewinnen auch. Oder man ist besonders angespannt und da war das eine Wonne für mich gestern, dass wir die Kollegen da aus dem Stadion geschossen haben. Ist das so? Also hast du so ein bisschen eine Abneigung? Das ist ja interessant. Also jetzt auch in Leipzig, hast du so eine leichte, fühlst du da irgendwas, wenn du RB dann... Ja, ich fühle was, wenn ich Leute sehe, die dann so krass Feuer und Flamme für RB sind. Also jeder, wie er möchte, keine Frage, aber ja, man wollte auch Bundesliga-Fußball in Leipzig, man will als Vater auch seinen Sohn Bundesliga-Fußball präsentieren, vielleicht so. Das ist ja ein Thema gewesen lange. Ja, zu Sachsen gehe ich nicht mehr, die haben sich totgewirtschaftet. Der DFK war damals noch nicht so bekannt oder so weit oben beim Handball, da kannst du auch nicht hingehen. Die kamen jetzt mit RB auch so ein bisschen auf der Welle. Ne? Sind ja auch sehr erfolgreich in der ersten Handball-Bundesliga. Ja, Lok hat sich auch zum Teil totgewirtschaftet nach den 2000ern. Hatten wir auch schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Und ja, was machen wir jetzt? Ne? Dann siehst du halt die Leute, die dann auf einmal mit dem Schal in der Bahn sind und früher halt bei Chemie im Block in der Kurve gesungen haben. Das ist ein bisschen schwierig und ist auch eine Einstellungssache. Kann auch jeder machen, wie er möchte, wie gesagt. Aber ich bin da schon eher Traditionsfan und freue mich für den BVB. Da sind auch viele Millionen mittlerweile im Spiel, aber wie sind die gekommen? Auch durch Sponsoren, die viel Geld haben, aber wie sind die gekommen? Durch viel Tradition, viele sportliche Erfolge und nicht von 0 auf 100. So. Aber RB spielt einen geilen Ball, keine Frage. Kann man auch nur gerne zugucken, die machen es wirklich toll. Ja, ich werde jetzt nicht ins Stadion rennen, ich werde wahrscheinlich mit meinem... Warst du noch nie da? Ich war zweimal am Auswärtsblock bei Dortmund, gegen Dortmund, klassisch, als Zlatan da war, PSG, das ist so typisch auch schon zu überschreiten, auch im Auswärtsblock, ganz klar. Und ja, am Anfang, ich habe mir bestimmt auch mal so gegen Schalke haben die habe ich jetzt wirklich Schalke gesagt? Ja. Mist. Aber da war ich auch mal wegen dem Kumpel da, weil der großer Schalke-Fan ist, viele Grüße an Florian,
Aber ansonsten, keine Ahnung, das ist so, ja, falsch ist das auch nicht, aber ich kann es nicht mit mir vereinbaren, jetzt auf immer zu sagen, nee, ich will jetzt Bundesliga-Fußball sehen, deswegen gehe ich zu RB, weil ich bin ja auch selber viel rumgekommen mit dem Fußball auf meinem Niveau und denke mir, ich habe die Anbieter, die es da gibt, die man da absolut wählen kann, und dann gucke ich mir das dort an und muss jetzt nicht ins Stadion. Und wenn ich ein bisschen was Nostalgisches möchte und Fans, die wirklich, ja, die haben auch ihre Fans dort, die paar Hanseln hinterm Tor, die auch Stimmung machen, aber so richtig, wo viel Arbeit dahinter ist, wo viel Choreo mit unentgeltlich sowieso, aber das ist ja bei RB auch so, aber wo einfach so viel Herzblut drin steckt, und das hast du halt besonders bei Chemie gehabt, in der Zeit bei Chemie beste Zeit, möchte ich nie missen, beste Entscheidung, den Schritt gegangen zu sein, weil man hat ja Vorurteile als ehemaliger Locki. Und ja, um es mal abzurunden, ich bin dann auf jeden Fall eher der Traditionsfan oder Fußballgucker und dann auch, ja, nicht gegen RB, aber nicht so sympathisch. Ist auch nicht der Supporter oder so. Ja, nee, es ist. Das ist schon interessant, weil ich bin gar nicht so. Wie sind es bei dir? Also ich bewundere das, beneide das so ein bisschen. Also auch so selbst, also ich kann es nicht nachvollziehen. Auch so eine extreme Haltung, die du jetzt vielleicht nicht hast, ne? Aber auch so, wie viel Hass da auch RB da auch ertragen muss. Also das ist, ich fand es immer schon, wo es anfing, total interessant. Also auch als Spieler damals, wo das losging, dass da quasi in Leipzig was prognostiziert wurde oder Prognose getätigt wurde oder ein Ziel gesetzt wurde von einem Unternehmen, dort den Fußball ganz hoch rauszubringen. Ne? Und ich finde es bemerkenswert, den Werdegang einfach, wie schnell, unabhängig, also ich habe da gar nicht den Fokus Geld und warum und bewerte das nicht oder beurteile das nicht, mir ist es egal, mir geht es einfach nur um Sport, ich war noch nie von irgendwas fanatischer Fan. Auch ganz interessant, Fußball komplett also leidenschaftlich. Neutral. Ja, aber alles, was um mich herum ist, so Mannschaften. Also ich habe gerne Mannschaften spielen sehen, wie jetzt früher so Barcelona oder Manchester City, also wo der Fußball mich angesprochen hat. Aber das hätte auch jemand anders sein können. Das hätte jetzt auch Atletico Bilbao sein können, wenn das jetzt da total erfolgreich gewesen wäre. Oder das war für mich eigentlich völlig egal. Du hast quasi noch nie zu einer Mannschaft doch so hoch geguckt, auch als du jünger warst. Du wolltest einfach schön Fußball sehen. Ne? Ja, weil also mir war das völlig gleich. Und ich finde das persönlich sehr geil, was hier entstanden ist. Also, weil ich es ja auch selber kennenlernen durfte und wollte es auch kennenlernen. Mich hat das total gereizt. Ich habe die Möglichkeit ja gehabt bei RB, wenn du 16 Videoanalyst. Und das war halt toll zu sehen. Also da mal reinzugucken, was da entstanden ist und da auch mal Teil davon zu sein. Und kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde es halt geil. Ich war schon ein paar Mal im Stadion. Und ich gucke, also ich finde es auch, ich war auch bei Dortmund mal gegen Tottenham. Natürlich ist das geil. Also dann, aber ich spiele jetzt nicht so für mich, kann es nicht differenzieren. Für mich ist das nicht anders, wenn ich jetzt bei RB reingehe. Das ist auch geil. Dortmund ist vielleicht ein bisschen lauter, weil es ein anderes Stadion ist und vielleicht auch. Ist halt mehr. Ja. Ja, aber ich bewerte das jetzt nicht so. Dass sozusagen, die sind jetzt fanatischer oder die sind krasser unterwegs oder die leben den Fußball. Also wir wissen es ja nicht. Das ist ja immer so eine Vorurteilung. Also ich glaube, dass auch ganz viele RB-Fans ganz viel Herzblut da reinstecken. Also ganz viel, es wird halt unterstellt, dass sie es nicht machen, weil da keine Kultur ist, in Anführungszeichen, oder es ist keine Geschichte oder sonst irgendwas. Das ist künstlich herbeigerufen. Aber wenn du mal siehst, wie schnell ist das, also ich kannte ja noch die Zeiten, die haben das Stadion, da hat der Watz noch gespielt, die haben das Stadion ja quasi gekauft, mietet, wie auch immer, weiß ich gar nicht. Max Watzka übrigens, ja. Düdeling, Luxemburg, erste Liga, ne? Ja, auch gegen Glasgow Rangers gespielt und so. Und der hat ja bei RB halt gespielt und da war, glaube ich, dieser Umzug ins Stadion. Da waren ja, also es passen ja 40.000 rein, da waren ja 2000 Zuschauer. Also da war ja kein Mensch, da war ja noch ganz viel Abneigung und die haben ganz viele Freikarten auch verteilt in Schulen, aber trotzdem kamen nicht so viele Leute. Und dann auch mit der Zeit kam die Akzeptanz, mit der Zeit kamen die Fans, mit der Zeit kam die Liga und jetzt ist das Ding ja immer von. Stimmt, also ich kann das auch völlig nachvollziehen, wenn es dann auf einer Basis ist, okay, ich hatte das in meinem Leben noch nie, dass ich jetzt extrem fanatisch war für die Sache oder für den Verein in dem Kontext so gebrannt habe, aber dieses Sprunghafte, na mal so, ich meine, wenn man, keine Ahnung, ein Kind ist, na wenn jetzt aktuell ein Lever viele Tore macht, oh geil, Lever, Papa, ich will ein Lever-Trikot.
Aber wenn jetzt ein Erling Haaland gestern, wenn ein Kind das gesehen hat, das Spiel, oh, ich will jetzt ein Erling Haaland Trikot, da kann ich das verstehen, weil das ist einfach so kindlich, ich will immer vom Besten irgendwie das Trikot, aber zu sagen, ja, nur weil irgendwelche Leute falsch gewirtschaftet haben, dem Verein dann, naja, ich will aber wenigstens Bundesliga-Fußball sehen, ich habe so viel gegeben für den Verein auf dem Ring und dann auf einmal, jetzt gebe ich halt für RB ein bisschen was. Das ist so, also du siehst neutral, du hattest das nie, dass du irgendwie für eine Sache, für einen Verein so gebrannt hast, ja, auf Fanbasis. Das ist okay, aber dieses Sprunghafte, keine Ahnung, ist nicht so meins, aber ich, jeder wie er möchte, alles gut. Das war auf jeden Fall ein interessantes Thema, das spaltet sich ja ganz oft. Also Dortmund ist ja auch so ein Verein, der auch mal schießt gegen RB, ne? Jetzt, vor dem Spiel haben die auf immer, waren sie auf Kuschelkurs. War so, ja, die verantwortlich auch für die Fans. Ja, und auch Mats Hummels auch, der meinte ja, sein Wort hat ja schon Strahlkraft. Ja. Ja, ich bin Fan von der Sache. Ich bin Fan, wie RB das macht. So. Das kommt natürlich bei einem Ultra an der Südkurve oder an der Südtribüne nicht so gut an. Ich finde es toll, dass das. Aber finde ich auch Respekt vor ihm, weil er stellt dann diese, oh, was könnte jemand sagen, hinten an und sagt frei seine Meinung. Und da ist es ja bei Fußball, das hat man auch schon, glaube ich, off the record, dass ja, viele aufpassen, was sie sagen. Es gibt nicht so die Typen, die mal, wie auch ein Müller es einfach ist. Ne? Es wird zwar immer wieder auch thematisiert, aber der ist einfach auch anders, weil er mal frei Schnauze ist. Die sind halt alle so gesteuert. Ne? Die, das ist zwar ja, nicht der Vorteil. Ja. Ich sag mal, wenn du ein junger Spieler bist, dann kann ich das noch absolut verstehen, weil du bist übelst nervös. Du willst das sagen, was die anderen hören wollen und du schießt nicht gleich so. Das ist ganz normal, aber wenn du schon ein bisschen dabei bist und dann du immer wieder die gleichen Interviews hörst, aber das Thema ist schon so durchgekaut, das wird sich hoffentlich noch ändern, aber ich glaube es nicht, weil es ja immer mehr Maschinerie ist, als hier, ich bin der und der und das ist meine Meinung und die ist auch wirklich so und das ist nicht die Meinung, die du hören willst. Ja, das ist du ja ein Problem. Ne? Das ist richtig. Das. Aber gut, kommen wir mal zum Spiel. Das war, also erstmal vorab, nochmal Glückwunsch, muss ich sagen, weil den Tag davor habe ich auch geguckt. Dankeschön, danke. Nee, nicht an Dortmund, sondern an Rosi Gladbach. Ah, ja. Die haben ja 3-2, deswegen war es ein bisschen spannend, das habe ich auch noch geguckt. Hm. Oder haben wir parallel noch ein bisschen geguckt. Ja, das war völlig wild. Deine Saison war, glaube ich, oh, jetzt habe ich ja, Werbung gemacht, war halt 15 Minuten raus, du hast deine Nachricht bekommen, ey, hast du gesehen, 2-0 geführt Bayern, dann 3-2 und ich so, ja, warte mal kurz. Da steht noch 2-2. Und warte mal kurz, ist jetzt Halbzeit und die Tore werden nochmal eingespielt? Oder, weil ich war so drin in der ersten Folge irgendwie und das ging ein bisschen an uns vorbei. Ja. Aber das ist zum Verständnis, wir haben die erste Folge gemacht, wo Gladbach gegen Bayern gespielt hat. Am Freitag. Hat das parallel so laufen lassen, aber gar nicht so hingeguckt und irgendwie so nur im Ergebnismarkt registriert. Da steht immer so 2-0, auf einmal 3-2, total überrascht, was ist denn hier los? Und auf jeden Fall war es geil und somit war das Spiel ja unter einem anderen Stern ja auch, ne? Das Spiel am Samstag an, ne? Leipzig gegen Dortmund und da hatte ja Leipzig eine riesen Chance, Tabellenführung. Das ging ja für viele, also ging ja für Dortmund auch um viel. Oder ja, haben sie jetzt auch erreicht. Auf jeden Fall war es ein interessantes Spiel, also erste Halbzeit. Es war auch ganz anderes Dortmund, wie man es so kennt. Also Leipzig war richtig dominant, also eklig halt. Ne? Andauern, passiv Dortmund. Pressing, aber gar keine Torchancen. Also außer die eine, wo, ich glaube, Adams nicht ganz einen Abnehmer findet, im Querpass oder Rückpass, nein, Querpass. Ja, hat komplette Augen geschlossen im Fünfer, ne? Irgendwohin wenn er da stabil bleibt, aber ist immer einfach gesagt. Ja. Und dann zweite Halbzeit, muss ich sagen. Also ich muss sagen, Erling, also so wie der läuft und so, ne? Also das ist ja die Unästhetik pur, muss ich sagen. Also das ist ja, das sieht so aus, so ein bisschen ungelenk und alles so irgendwie krampfhaft. Aber wie schnell der ist auf dem ersten Meter mit dieser Lauftechnik, also beim dritten Tor, der antritt, wo der dann noch hinkommt. Der Pass war natürlich auch überragend von Reus, aber der Spieler, also was der für einen Willen hat, für einen Drang nach vorne, nach jedem Pass läuft der tief, sprintet der tief, will den Ball haben. Also das war einfach Wahnsinn anzugucken und letzten Endes ja aufgrund der Torchancen auch absolut verdient. Und ich fand einfach Dortmund, so kennt man die auch nicht, die waren richtig eklig. Also die haben auch mal gehackt und Reus hat auch mal gehackt in der ersten Halbzeit und so, das war auch mal interessant. Hummels auch überragend gewesen, fand ich. Also auch mal einen Ball geschlagen, auch mal gelöscht, was man von ihm ja gar nicht so kennt, weil er halt einfach ein geiler Kicker ist. Außenmauke war ja auch oft genug am Start. Und ansonsten war es wirklich interessantes Spiel, definitiv, vor allem gar nicht so viele Torchancen, bis auf die zweite Halbzeit dann, wo es dann ein bisschen offener wurde, das Spiel, so ein bisschen offener Schlagabtausch teilweise, aber sehr taktisch geprägt und
Ja, interessantes Spiel auf jeden Fall. Ich fand es halt von der Intensität halt mega. Also wie die alle sprinten, wie die alle machen und tun und schließen und einfach permanent anlaufen und die Intensität der Zweikämpfe, immer wieder sofort aufstehen, nächste Aktion. Und das halt, wenn man das so ein bisschen vergleicht mit dem Niveau, ne, also wo wir uns bewegen, das sind halt auch wirklich, unabhängig jetzt von der Taktik und Technik, das sind halt Welten. Also das sind wirklich Welten, wie da intensiv gesprintet wird. Also das ist 100%. Die Ausgangssituation nochmal, es war ja wirklich entweder 3 zu RB Unterschied an Punkten oder 9 bei dem Sieg von RB von Dortmund, aus Dortmunds Sicht. Und es ist klar ein Druck da, aber was du siehst, ich muss sagen, der Terzic, klar, ein bisschen schwarz-gelbe Brille habe ich natürlich auf, wäre auch falsch, der macht einen sehr guten Eindruck, das ist halt so einer von der jungen Generation und man hat gemerkt, die Jungs hatten jetzt mal ein bisschen Zeit. Das war ja okay, Lucien Favre, tschüssi, ciao, Terzic ran. Naja, dass das nicht sofort funktioniert. Manchmal gibt es solche Effekte, ne? Trainer raus und auf einmal zack, 4-0 oder 3-0 gegen Gegner XY. Und ja, aber in dem Fall hast du gemerkt, die waren immer noch, waren noch ein bisschen im Favre-Modus und waren noch schwerfällig, haben aber auch von den 3-4 Spielen, glaube ich, 3 gewonnen, 1 verloren. Und jetzt hast du gemerkt, okay, Weihnachten, zwischen den Feiertagen haben sie was gemacht, dann hatten sie das war jetzt das erste Spiel, ne? Ja, klar. Nee, also letzte Woche war auch schon ein Spiel. Bin ich verrückt? Letzte Woche haben die doch auch schon gespielt. Aber die hatten, naja, war richtig Quatsch gerade von mir, sorry. Aber die hatten trotzdem ein bisschen mehr Zeit und nicht diesen Rhythmus Montag, Mittwoch, Samstag, Mittwoch, Samstag. Sondern die konnten mal ein bisschen auch wieder in die Defensive gehen. Das hast du gesehen, erste Halbzeit passiv, aber eklig. Und haben sie kommen lassen, ein bisschen RB, die waren ja nicht komplett vorne. Haaland hat sich auch zum Teil 15, 20 Meter hinter die Mittellinie geschoben und dann dort verschoben. Dann hatten sie wieder Phasen, dann haben sie ein Tor dazu gestellt. Aber summa summarum hatte Dortmund ja nie Momente, wo du irgendwie, wo du als RB-Fan Angst haben musstest, fand ich. Und ja, nee, es war interessant. Das hatten wir auch krass schon besprochen, dass es für mich sehr interessant war, so ein Spiel mal auf der Basis zu gucken, okay, du musst akzeptieren, wenig Torchancen. Aber geh mal doch mehr in das Spiel dann an sich rein. Warum ist das so, dass jetzt wenig Torchancen sind? Und es war ja ganz klar. Dortmund hat versucht, klar zu stehen. RB hat es nicht geschafft, Lücken zu finden. Und ja, Ballbesitz, keine Ahnung. Ich habe jetzt nicht geguckt, aber gefühlt so 65, 35 RB. Eine erste Halbzeit. Erste Halbzeit, ja. Red mal von der ersten Halbzeit. Und dann ja, kamen die aus der Kabine raus, BVB, und waren wie ausgewechselt. Die hatten eine Spielfreude bei den Toren. Und auch klar, wenn das 1-0 fällt, dann ist auch schon mal ein bisschen Druck weg, dann gehen auch, gelingen wieder mehr Dinge. Aber was da, also es, eigentlich kannst du jedes Tor nehmen, so ja, wie es ist, war einfach nur eine Tor brutale war, Schönheit. Das zweite Tor, ja, also ein teilweise zu viel gedattelt, ne? Das war so, was also, man hier, ne? Irgendwie, ja, also die Aktion von Haaland, überragend, Ball gesichert, gegen 4 Mann so ein bisschen durchgetankt und rausgespielt, sofort Box. Dann dachtest du, okay, die Flanke kommt, dann auf einmal Rückpass, nochmal querlegen, nochmal Hacke. Und dann zweiten Pfosten und dann köpft er den natürlich rein. Aber wo du dir denkst, okay, also ging ja vorher auch das erste Tor auf von Reus, überragend. Also wirklich da die Übersicht nochmal zu haben, das Ding abtropfen zu lassen mit der Hacke. Ey, mega geil. Muss man sagen, also es war toll zu sehen, also definitiv. Und wo du gerade sagst, datteln, entschuldige, das war so klassisch oder ein richtiges Montagstraining, weißt du, hat Sonntagsspiel, wir treffen uns am Montag und ja, am Anfang spielen wir vielleicht eine halbe Stunde Fußballtennis und dann machen wir so ein offenes Spiel, ja, keine Ahnung, 10 gegen 10, aber auf relativ engem Feld, wo du nur stehst und dann alles versuchst, ne? Ja. Das war beim VfB damals immer so montags in der Jugend, das war herrlich. Ja, das war auf jeden Fall mega und ich muss sagen, das kam auch im Nachgang. Wer hat das dann gesagt? Ich weiß gar nicht, ob das Lothar war, bei Sky habe ich es geguckt. Dortmund ist ja eigentlich die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz, ne? Vorher gewesen. Also mega Ballbesitz. Philosophie auch von Favre. Genau, und da haben sie jetzt wirklich wenig. Und die haben ja eigentlich auch die Spieler, die absolut für ein Konter geeignet sind. Ne? Also die haben ja mit Haaland, der kann ja alles. Der kann ja Konter, weil er halt schnell ist. Und der kann ja natürlich auch Box, ist ein absoluter Boxspieler, ne, was das angeht. Und da hast du halt viel Variabilität drin. Und mit außen, sagen wir mal, mit Sancho, wobei der gestern, da gab es ja einen Lauf, der in der zweiten Halbzeit, glaube ich, gegen Klostermann, der reinkam. Erstmal Sancho erstmal kurz losgelaufen, hatte Vorsprung, Klostermann erstmal Handbremse runtergenommen, kurz mal Motor angemacht und danke, tschüss, erstmal abgelaufen. Also das,
Er wirkt auf mich auch gar nicht mehr so schnell, muss ich sagen, Sancho, ja, der ist ein bisschen... Also die absolute Spielfreude wie letztes Jahr ist ein bisschen so, auch so ein bisschen so Hackespitze 1, 2, 3, so ein paar Finden und so. Aber die Bälle, die der gespielt hat, hat er richtig geile Pässe gespielt. Habe ich auch gar nicht so von dem so viel gesehen. Also richtig, richtig auch verdeckt und so. Der kann halt den brutalen Pass, welchen du einfach nicht verteidigen kannst, in die Schnittstelle, in den Rücken der Abwehr. Natürlich muss der laufig passen und das können Reus und Erling Haaland halt super. Ne? Mhm. Dass sie da einfach in die Schnittstelle schießen und dann bupp, das Timing. Übrigens, Tai Ming war ein ehemaliger Vietnamese, ne? Tai Ming, das wissen viele nicht, aber das ist... Also wenn das jetzt wahr ist, hast du das wirklich gelesen? Nein, das war Frank Baum. Frank Baum, Profilsport. Ja, übrigens, ihr müsst immer denken, Timing ist ganz wichtig. Das war ein ehemaliger... Ich natürlich, keine Ahnung, 14 Jahre alt, hab das komplett geglaubt. Frank hatte ich ja auch beim Profilsport, ja, und als Trainer in der Bundesliga im ersten halben Jahr bei VfB damals. Genau. Aber nochmal zum Thema Dortmund. Das ist halt, wenn du dann auch diese Tiefgänge machst, das hat Dortmund übelst gefehlt. Haaland war verletzt. Mhm. Dann hat es diesen jungen Daxen da vorne, der völlig, ja, also der musste erstmal einen Druckstand halten. Ne? Alle gucken auf ihn, jüngster, dies, das, Ananas. Und ja, Tiefgang komplett gefehlt, kein Tempo drin. Erling Haaland, Entschuldigung, ist wieder da und auf einmal sind die anderen auch wieder da, so gefühlt. Ne? Der zieht halt auch mal so einen Reus mit. Der hat doch eine Power, ne? Der strahlt ja was aus. Also das Strahlkraft. Also das ist Wahnsinn. War schön, das, ne? War aus, so ein bisschen wie ein kleines Ferkel im Gesicht. Ja. Aber so, wie so ein junger, aber der hat eine Power. Ist ja auch ein Monster. Also was der, das wurde im Nachgang ja in den Interviews gesagt, der ordnet ja, also Lothar hat es, glaube ich, mit einem Cristiano verglichen, der ordnet ja alles im Fußball unter. Der ist ja komplett alles getaktet. Was der isst, wann der trainiert, wie der trainiert, wann der schläft, wann der schläft, also schlaft und. Also das ist ja komplett, wirklich, mehr Profi geht nicht. Und das mit 19 oder ist er jetzt schon 20, weiß ich gar nicht. Also, ich glaube 19. Also das ist, und das sieht man, das hat man in der ersten Folge mal ein bisschen angeschnitten. Also wer so viel investiert, dann den Willen dazu hat, natürlich auch ein bisschen gegen die Kugel treten kann. Aber das von der Physis und also das, was du beeinflussen kannst, was nicht mit Talent zu tun hat, sondern nur mit Disziplin, und einfach nur ein Wille, ne? Und natürlich auch ein Plan, ob du dir den holst, dich bliest oder wie auch immer. Oder Leute um dich herum hast, wenn du dann Kohle hast. Aber wenn du das hast und das machst, hast du ja schon mehr als 50% einfach nur. Also diese reine Physis, die er da mitbringt. Und die Power und alles, die eignet er sich ja an, so ist er ja nicht geboren worden. Ne? Und das ist schon bemerkenswert, muss ich sagen. Und was mich halt noch interessieren würde, das hast du vorhin gesagt, wie siehst du das auch so als RB-Fan? Ich habe ja dann Edin zum ersten Mal im Interview gehört. Da gibt es übrigens eine geile Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erzähle, aber glaube ja. Der wurde, wo ich noch bei Ernte Brück Trainer war, da war der irgendwo in Westfalen in der Oberliga Co-Trainer oder sowas. Oder irgendwas war der. Vor 3 Jahren quasi. Und wurde dann, weil über Kontakte, wurde der dann Co-Trainer beim Favre. Über wen auch immer, weiß ich nicht mehr, die Story. Wurde der Co-Trainer. Und wie schnell das geht. Co-Trainer aus dem Nichts, aus dem Sumpf, ja, Co-Trainer beim Favre, wie auch immer das zustande kommt, und jetzt ist er Trainer. Ich finde es auch cool, wenn das funktioniert, wenn du über den Co-Trainer dann hinauskommst, ne? Weil das für einen Trainer an sich ein guter Start ist, weil du hast nicht so den riesen Druck und kannst dann sagen, okay, ich bin jetzt erstmal der Co-Trainer und entwickelst dich neben so einem Cheftrainer weiter, und aber irgendwann bist du soweit, sagst dir vielleicht mit, keine Ahnung, oder wirst ins kalte Wasser geschmissen wie er jetzt, aber kannst dann so ein bisschen Übergang schaffen, und man muss nicht sagen, man ist jetzt 36, du musst von 0 auf 100 von gefühlt einer Oberliga-Erstmannschaft oder Regel-Erstmannschaft in die zweite Liga, Erstmannschaft, ersten Position, in die zweite Liga, in die erste Position, sondern kannst sagen, okay, du bist so im Hintergrund erstmal gewesen, ist als Übergang, wenn man entwickelt sich ja als Mensch, glaube ich, nicht schlecht, und jetzt ist er ins kalte Wasser geschmissen worden ein bisschen, aber ich meine, ihn könnte es schlimmer treffen. Der findet ja auch einen Kater vorne. Ja gut, der hat ja auch einen riesen Stuff, den er hat. Ja. Aber wie findest du den? Wie wirkt er so auf dich? Also jetzt auch im Vergleich, so jetzt als Fan auch. Ich hatte ihn noch nicht so oft gehört, weil es ging auch relativ schnell alles. Dann waren die 3 Spiele und man hat ja auch nicht immer die Zeit, dann die Interviews zu verfolgen. Aber gestern hatte ich dann mal das Vorab-Interview vorm Spiel. Also wirkt sehr sympathisch. Kommt mir jetzt nicht vor wie so ein klassischer, wie soll ich das jetzt nicht ausdrücken? Jemand, der vom Balkan kommt, das war gar nicht abwertend gemeint.
weil Balkan ist ja immer sehr impulsiv und sehr, naja, frei Schnauze, nicht so viel überlegen, was man sagt, sondern einfach raus. Da kommt mir sehr geerdet drüber und ja, wirkt für mich, wie gesagt, sympathisch und hat einen klaren Plan, ist freundlich und ja, den glaubt man schon, was er erzählt. Weißt du, da ist was dahinter. Das ist nicht einer, der auch nichts auf dem Kessel hat und dann gleich hier bla bla bla, wie viele ja auch versuchen, so erfolgreich zu sein, sondern Understatement ein bisschen, aber dann auch mal so ein kleiner Spruch, ne? Wie gestern, er hatte nur gemeint, er war ja mit Slaven Bilic, ehemaliger Nationaltrainer Kroatien. Von Kroatien, genau, ein Kroate, und er ist ja selber auch Bosnier oder Kroate, Terzic, und hat dann nur gesagt, naja, wenn du überhaupt nicht mehr weiter weißt, dann einfach scharf rechts in den Winkel schießen, hat Slaven Bilic, das ist auch so ein Spruch, oder? Aber genial! Das ist so schlecht, aber bringt es eigentlich auf den Punkt. Wenn du nicht mehr weiter weißt oder wenn gar nichts mehr geht, du musst einfach nur scharf rechts in den Winkel schießen. Finde ich wirklich klasse. Einfach geil. Und dann hat Lothar dann was gesagt, so von wegen, er sollte auch den Terzic einschätzen. Und dann meinte er, Terzic auch so, wie kann ich einen Lothar Matthäus widersprechen? Das ist halt auch, kommt sehr sympathisch rüber und nicht so steif halt, wie viele andere sind. Und ich bin gespannt, ne? Am Ende zählt Erfolg beim BVB. Deswegen haben sie sich ja auch von Favre getrennt, weil sie einfach Angst hatten, die Ziele nicht zu erreichen, so wie sie geplant waren. Und jetzt ist ja auch noch der Herr Rose im Spiel im Sommer vielleicht. Ist ja auch trotzdem nochmal Druck für ihn, aber er macht sich den Druck nicht. Man hat das Gefühl, der macht das jetzt einfach mal so. Der kennt ja die Mannschaft, war ja jetzt die letzten, aber 2,5 Jahre mit Favre unterwegs, ja. Genau. Und ich bin gespannt. Ich hoffe einfach als Dortmund-Fan, dass die ihre Ziele erreichen. Ich meine, realistisch ist ein 2. Platz dieses Jahr trotzdem, weil Bayern ist einfach noch ein Level drüber. Mhm. Aber Champions League ist grundsätzlich ab dem Viertelfinale, wenn sie es überstehen jetzt gegen Sevilla, glaube ich, ja, ist alles möglich. Und lass denen mal so ein Überraschungscoup wie Halbfinale gelingen. Und im Pokal sind sie auch noch drin. Ich bin sehr euphorisch, was den BVB betrifft, ganz klar. Aber ihm ist es zu wünschen. Und ich kann mich mit ihm sowas von identifizieren, als jetzt mit einem Lucien Favre, der einfach nicht so Fachmann durch und durch. Aber Außendarstellung, weiß ich nicht, hat mir nicht so gefallen, weiß ich nicht. Zwar. Wie das auf die Leute so noch wirkt, wie das, also wie das so weich, ganz, sehr ganz, weich und ganz, so. Aber ich finde das ganz interessant, also zum Beispiel Lucien war für mich so viel interessanter wie jetzt Edin. Ich habe gestern das Interview gehört, das war auch für mich so eine Wertung, aber ich habe jetzt nicht, also nach dem Spiel hat ganz viel geredet, hat auf mich total aufgeregt gewirkt, war er ja sicherlich auch, ist ja auch normal, denke ich. Aber ich habe da jetzt auch nicht ganz viele Inhalte raushören können, muss ich sagen. Bis auf, dass die Fehlpässe gespielt haben und gefühlt mehr der ersten Halbzeit als da. Aber ansonsten habe ich zum Beispiel beim Lucien, hätte mich total interessiert, weil der sehr verschlossen war, sehr sachlich, wie das denn wirklich, weil der als Fachmann gilt, was dann wirklich da dahinter ist. So, ne? Also der war für mich irgendwie interessanter, irgendwie was den Fußball anbetrifft, weil der das komplett durchdacht hat, also was ja, in seinem Kopf hat nur das stattgefunden, wie auch bei vielen anderen, aber so willst du gerne mal in seinen Kopf reinsteigen, was der jetzt nach dem Spiel gerade so da drin hat oder was da so schwirrt, um halt mal, weil das ist manchmal wirr, was da so passiert ist, oder, nach dem Interview? Ja, ein Interview war für ihn vielleicht auch mehr Sprache nervig, und so. Ja. Aber das ist ein Thema, Sprache, das hat mich auch jetzt nicht gestört, aber der kommt ja auch von der französischen Seite aus der Schweiz. Also Deutsch ist da nicht so das Riesenthema. Da ist einfach Französisch und vielleicht Schweizerdeutsch ein Thema. Aber das war so ein bisschen, der war jetzt auch schon trotzdem Gladbach 3 Jahre, glaube ich. Hertha 2 Jahre. Dann war er in Nizza, ja, okay. Und dann Dortmund jetzt auch ein paar Jahre. Das war für mich immer noch so ein bisschen, ich hatte manchmal das Gefühl, der versteht gar nicht die Frage, die der Interview oder Reporter auf Deutsch gestellt hat und musste dann nochmal so, naja. Ich glaube, ihn hat es auch total genervt, um Rechenschaft ablegen zu müssen und sowas. Ne? Was ich eigentlich sympathisch fand, weil, klar gehört das jetzt so ein bisschen zum Fußball, aber das ist jetzt nur meine persönliche, mich würde es auch nerven, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt nur so in einer Position wäre, also entweder, du musst dir dann irgendwas aneignen, entweder bist du dann komplett, also so wie freie Schnauze, so ein bisschen wie Kloppo, der das dann auch so ein bisschen wegmoderiert. Ne? Oder aber das, wie er es gemacht hat, war sicherlich für den einen oder anderen auch emotionalen Fußballer, und im Fußball ist halt auch viel Emotion, ne? So ein bisschen negativ behaftet, und wie viele Bewertungen da stattgefunden haben auf seine Person, die überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Aber das wirkt ja auch auf die Leute, das ist ja auch ganz interessant. Ne? Wenn der jetzt zum Beispiel sagt, das ist ja der Unterschied, wenn das jetzt ein Kloppo wäre,
Und er hat jetzt noch negativ und so, der würde dir niemals, weil der einfach ganz anders auf die Leute wirkt. Also wie viel das ausmacht einfach in der Entscheidung, entlassen wir ihn oder behalten wir ihn oder vertrauen wir ihn. Ne? Also wenn das ist total unterschiedlich. Und das ist einerseits interessant, andererseits natürlich auch irgendwo traurig, ne? Dass du dann diese Schiene haben musst, sollst, die dir dann vielleicht, obwohl du dieselbe Arbeit machst. Ja, natürlich. Aber bei Klopp ist wiederum das, ja, für manche das Problem oder für manche das Gute, eher für die anderen Trainer das Problem, glaube ich, und für die Welt und die Leute das Gute, der würde dir ja einen Bleistift verkaufen. Du glaubst ihm das. Ja. Der ist wirklich ein klasse Bleistift. Weil der ist einfach, es ist HB, aber ein anderes HB. Da kannst du mal richtig die Mine ausfahren. So, ja, weißt du? Ja. Der ist einfach, der kann, der bringt das so rüber, dass du denen das glaubst, auch wenn das vielleicht manchmal Quatsch ist. Ja. Weil du den einfach so sympathisch findest. Den seine Sympathie lenkt eigentlich manchmal von dem ab, was er so erzählt. Und das, was er erzählt, ist ja meistens auch zu 90% hat das Hand und Fuß. So finde ich. Und der Erfolg gibt ihm ja absolut recht. Der hält eine Mannschaft zusammen. Er ist selbst wenn Scheiße läuft. Menschenführer einfach. Auch, ne? Und Fänger. Ja, ist einfach ein toller Typ. Das würde mich auch interessieren. Also das sind halt wirklich total interessante Themen bei solchen ja, Charakteren, Persönlichkeiten, was da so dahinter steckt. Nicht nur die Fassade, die wir alle sehen, sondern was steckt denn da dahinter? Das Interessanteste finde ich an dieser Stelle, wenn du eine Mannschaft führst, wie schaffst du es, die alle bei Laune zu halten? Und der hat ja auch seine Phasen gehabt, wo er jetzt nicht international gespielt hat. Ne? Da kannst du immer ganz gut sagen, in England ist es einfach, weil da kriegt jeder seine Chance, League Cup, also Carabao Cup, FA Cup, Champions League, Liga, da kriegst du das schon irgendwie hin. Aber wie schafft er das auch, als er frisch zu Liverpool waren, die ja gerade nicht international gespielt oder maximal in der Euroleague, wie schaffst du es halt, einen Spieler wie ein damals Sturridge, war auch lange im Kader, spielt jetzt mittlerweile, lass mich lügen, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, reiche ich mal gerne nach, aber wie hältst du so einen, der wirklich auch einen Namen hat dort oder auch bei Chelsea vorher und auch in der Nationalmannschaft, wie hältst du so einen bei Laune, dass der nicht sagt, ey Klopp, weißt du, dich lieben alle, aber eigentlich hasse ich dich manchmal, weil ich spiele nicht, ich will da rein. Aber du hast nie das Gefühl, klar, du kannst dich reingucken, ne, in diese ganzen Sphären, gerade wie es in der Kabine aussieht oder auf dem Trainingsplatz, aber du hast von außen nie das Gefühl, dass da Unruhe in seinen Mannschaften ist. Da ordnet sich jeder dem Erfolg unter und wahrscheinlich hat auch jeder das Gefühl, es spielt der und der, na, weil er einfach der Beste ist. Vielleicht jetzt für den Tag auf der Position. Aber es ist ja oftmals so, dass Trainer gerade in unteren Ligen die Spieler auch brauchen und spielen, die dann vielleicht auch mal kacke sind, aber die brauchen die einfach, damit keine Unruhe herrscht und deswegen lassen die spielen, als jetzt vielleicht so einen, der vielleicht übelst talentiert ist, eigentlich eine Chance bräuchte, damit er sich weiterentwickeln kann, aber einfach an den 25-Jährigen, 26-Jährigen nicht vorbeikommt, weil er der andere erst 19 ist. Das ist so, wo ich sage, wow, dieses Zusammenhalten einer Mannschaft und... Ja, das ist ja gut eine Frage. Also was würdest du dir denn, wenn du jetzt Sturridge gewesen wärst, oder du warst natürlich auch in die Situation in deiner Karriere. Definitiv. Was hättest du dir denn da gewünscht von deinem Trainer? Ich hätte mir oftmals gewünscht, dass der mir mehr erklärt. Mich, ja klar, wir hatten auch das Thema gestern oder vorgestern im Gespräch, dass man selber auch auf Dinge kommen muss. Ich weiß, aber gerade als junger Spieler von einer Range von 18 bis 22 ist es so, du brauchst das Feedback vom Trainer, hier Tommy, das und das ist es, mach das und das oder versuch das und das zu machen, damit es vielleicht besser wird und du auch spielst. Einfach die Erklärung. Ich glaube, die haben einen Staff, wo dann auch mal ein Co-Trainer, ein Athletiktrainer mit dir spricht und sagt, ja Tommy, du musst oder wer auch immer, du musst dann an dem und dem arbeiten. Aber die Kommunikation ist alles, was das betrifft. Mhm. Dann kaufst du demjenigen das auch ab, weil der Kloppo scheint mir das auch den Spielern wie ein Sturridge gut zu erklären. Und manchmal, der hat so ein Feingefühl, man muss er wahrscheinlich die Schnauze halten, dem Spieler gegenüber, und dann holt er sich mal ran. Ne? Mhm. Weil bei ihm habe ich das Gefühl, das ist komplettes Leistungsprinzip und oftmals, gerade in den unteren Ligen, ist es nicht immer Leistungsprinzip. Das ist einfach, ich muss den jetzt spielen lassen, weil der halt schon 100 Regionalligaspiele hat und ich lasse nicht den spielen, weil er erst 4 hat und davon jeweils immer nur 10 Minuten. Hast du die Erfahrung gemacht? Gefühlt ja. Es hängt auch viel mit bei Meuselwitz zum Teil. Es ist halt auch viel Druck, ne? Du hast halt einen Druck in so einer Liga, du willst dann wie in Meuselwitz die Klasse halten, dann nimmst du natürlich eher den älteren Spieler, weil der hat schon öfter die Situation gehabt. Weil wir hatten in Meuselwitz kaum die Chance mal frei von der Leber, ach, heute ist mal dieses Spiel, heute werfe ich ihn mal rein vom Beginn. Es war eher immer
so, ja, der ist halt älter, der kann ein paar Situationen mit seiner Erfahrung wegmachen und nicht der ist vielleicht unbekümmert und kann sich mal durchvorstellen und kann da jetzt ja, sich so das Selbstvertrauen holen. Und dann kommst du rein, eine Viertelstunde vor Schluss, alle gucken auf dich, das musst du abkönnen, klar, aber als junger Spieler nicht immer so einfach. Und dann musst du gleich funktionieren, dann klappt es nicht, dann bist du erstmal wieder 3 Wochen hinten raus. Oder hinten weil das dran. Dann, weil das dann anders bewertet wird wie beim älteren Spiel, hast du das Gefühl? Absolut, bin ich fest davon überzeugt, dass es so bei mir war. Ja. Klar ist auch mal die Persönlichkeit spielt eine Rolle. Ich war eher labiler so, auch für was andere sagen, ne, dass ich dann auch keine Fehler machen wollte und dadurch dann Fehler gemacht habe, sondern nicht einfach Anpfiff, Bub, Fußball, sondern Anpfiff, naja, du solltest jetzt schon mal deine ersten Kopfbälle gewinnen und dann sollte der erste Pass stimmen. Und das war zu viel Kopf für mich und deswegen hat es bei mir summa summarum noch nicht funktioniert, ganz hochzukommen. Ja. Das ist ja ein Thema, was bei vielen betrifft, ne? Also das hatten wir ja dann so im Kopf. Weil ich glaube nicht, also das ist ja nur meine Meinung, oder, den Druck hast du sicherlich gemeint, den Druck nicht der Mannschaft, sondern der Trainer, der entscheidet ja, wer spielt. Ja, auch der Druck, der von außen kommt. So. Also auf den Trainer, weil der Trainer entscheidet ja, wer spielt. Genau. Also der Trainer entscheidet, wer spielt, weil der Spieler gewinnen muss, sonst Stuhl. Dann würde er sich eher für den Erfahreneren entscheiden, obwohl der vielleicht jetzt gar nicht so gut trainiert hat. Oder vielleicht auch das letzte Spiel nicht so gut war. So war es bei mir zumindest. Ich habe da nicht so das Vertrauen bekommen, was ich mir erwünscht hätte oder erhofft hätte. Und ja, klar, es gibt verschiedene Beispiele, die das vielleicht auch widerlegen, ne? Weil Biss ja auch eine Rolle spielt. Wir hatten auch der Biss gefehlt vor 8 Jahren, was weiß ich. Aber ich hätte mir trotzdem also 3-4 Spiele am Stück gewünscht, über 70 Minuten, wo auch vielleicht die ersten 2 Spiele mal scheiße sind, aber vielleicht dann Stück für Stück immer mehr funktioniert. Mhm. Und dann ist es ja so, wenn du noch eine zweite Mannschaft hast, bei mir war es in dem Fall in Meuselwitz 2., da hast du Landesklasse gespielt, das ist noch eine unter Thüringen-Liga, da bist du natürlich... Ist das dann sowas wie Zeitz, was wir gespielt haben? Ja, so nicht Landes... Naja, das ist auch Landesklasse in Zeitz, es war aber tatsächlich... So wie hier Bezirksliga. Mhm. Damals und jetzt auch Landesklasse, aber in Sachsen-Anhalt gibt es noch eine Zwischenstufe. Mhm. Da sind wir anders. Aber da warst du wirklich, und ich komme aus Leipzig und war nie woanders. Da hieß es dann, okay, wir haben Freitag Wilhelmshaven. Das war noch in der Regionalliga Nord, als noch nicht die Splittung gab. Und da bist du erstmal, weißt du, mit einem 100er Bus hingetingelt, wie so ein Irrer. Und dann hast du Freitagabend gespielt, bist dann in der Nacht um 4 da gewesen, konntest in Meuselwitz in so einem kleinen Kapuff schlafen. Und dann, Tommy, wie sieht's denn aus? Hä? Morgen nach Kraftsdorf oder nach Gerratal? Na, Trainer, sicher bin ich dabei. Ich meine, ich habe nichts Besseres zu tun, aber du musst es machen. Klar. Kann ich auch nur jeden ans Herz legen, der jung ist. Das kotzt den an. Du bist in der Zweiten. Du bist in der Zweiten, du musst auch Spiel machen und dann gucken die von der Zweiten, jetzt kommt der von der Ersten hoch. Na, dann haben wir schon gewonnen. Ne? Aber du passt dich so schnell in dem Niveau an, auch in dem Spiel. Erstens Kopf, oh, mich kotzt alles an, der kriegt nicht mal den Ball über 2 Meter. Und dann zweitens, naja, aber die Verteidiger dort von denen, die sind zwar jetzt nicht die schnellsten Hasen, aber die wissen, wie sie mich klein kriegen. Mit Sprüchen vielleicht, mit Zweikampfhärte, da kannst du schnell sein, wie du willst manchmal. Ja. Irgendwann bist du müde im Kopf, weil der dich die ganze Zeit belagert. Das ist herrliche Sachen gab es da. Ich war so schön durchweg beleidigt hier. Gerade wegen Blue Chip, das ist der Hauptsponsor von Meuselwitz. Ja. Wieder ein bisschen Werbung drin hier. Nee. Da gab es immer Sprüche, ne? Hier machst du einen Hausmeister bei Blue Chip und gehst noch mit Pedal nebenbei. Ich dachte, was, Hausmeister? Aber die haben dann gleich so versucht zu sticheln. Aber Trash Talk ist natürlich. Aber in dem also Spiel. Ich weiß nicht, ob das sogar. Ich weiß gar nicht, würde mich mal auch mal interessieren, ob das auch im hohen Fußball auch so verbreitet ist wie jetzt so semi-professionell wie bei uns jetzt. Also bei uns ist ja Trash Talk ja, also da ist ja nur. Also ich habe auch ganz viel Trash Talk gemacht, muss ich sagen. Nicht immer, aber es hat auch mal Spaß gemacht. Also, kann ich mir vorstellen. Musste aber auch viel aushalten. Also das Einstecken, ne? Definitiv war. Deswegen würde mich mal interessieren, ob das auf hohem Niveau dann auch so ist, ne? Ob die sich wobei, also, über am Ende des Tages. Es geht ja nur um die Psyche, also den anderen so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Aber mich würde mal das trotzdem interessieren, wie das ist, wenn du wirklich am Ende des Monats auf deinen Lohnzettel guckst und da halt eine Summe steht, die dich eigentlich entspannen muss. Weil. Geld ist nicht alles, habe ich auch mitkriegen müssen. Ich hatte es nie so einen Haufen Geld, ne, wie andere, keine Frage. Aber trotzdem macht es ja irgendwie glücklich. Kann sich keiner von freimachen. Geld macht glücklich, finde ich. Und wie ist das, wenn du das auf deinem Lohnzettel siehst? Und dann belabert er dich halt. Ne? Denkst du halt auch, nein, du kriegst jetzt ungefähr vielleicht das Gleiche wie ich. Und da, weißt du, da denkst du halt so, ja,
ja, ich weiß nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin, Geld, aber es ist einfach so, dass das Druck nimmt und dann kann der mir selbst Trash-Talk erzählen, was er will. Ich bringe vielleicht meine Leistung, weil ich habe auch die Sicherheit im Rücken. Es ist interessant so einfach. Das ist ja, definitiv. Weil wenn jetzt einer von den älteren Säcken zu mir sagt, ja, na, keine Ahnung, du kriegst vielleicht schon eine Mark deinen Mäusewitz und die kriegen nichts und versuchen dich mit Trash-Talk irgendwie da kaputt zu machen, kann ich jetzt nicht so im Kopf denken, ja, krass, na, das stimmt ja, was er sagt, weil ich habe ja wirklich nicht so viel und weißt du? Ja, ja. Dann kannst du nicht sagen, ach komm, ey, ich guck jetzt auf meinen Lohnzettel und dann lache ich mich eigentlich kaputt und jetzt schiebe ich dir eine Schürze und dann haue ich rechts unten rein. Aber da ist es ja wirklich so, du bist hier in der Zweiten und versuchst mal irgendwo hinzukommen und naja. Hm. Sollte dich auch gar nicht so tangieren, also interessant ist wirklich im Profibereich, aber ich glaube, das nimmt dann auch mit, du nimmst das als selbstverständlich dann, also du hast ja dann auch höheren Anspruch, höhere Ziele, hm. Weil der Lohnzettel kann dich ja auch, weil du ja Sicherheit angesprochen hast, ne? Du fühlst dich dann sicher, du hast das im Rücken, der kann ja auch entspannen, ne? Und Druck kann ja auch mal förderlich sein. Und wenn du dich entspannst quasi, dann kann ja auch mal sein, dass dir dann auch nicht mehr so, nicht mehr der Ansporn da ist, weil du hast jetzt einen geilen Vertrag, du musst nicht liefern, du hast trotzdem einen geilen Vertrag. Ne? Alles ist cool, dir kann nichts passieren. Ja. So, und ich glaube, dass die Spieler, die jetzt ganz oben angelangt sind, sich gar nicht mehr darüber definieren, das ist zwar cool. Sollten und, sie nicht. Ja, also, aber privat denkt man manchmal was anderes, wenn du die Bilder dann auf den sozialen Medien siehst. Ja, aber wo sollen die denn? Die müssen doch irgendwas. Ja, also wo sollen die mit ihrem Geld hin? Also die können sie nicht alle unter das Kopfkissen. Ich weiß, aber natürlich ist ja ein Spieler, der viel Geld hat und da Understatement betreibt, sympathischer als einer, der jetzt alle zwei Tage sein Lambo präsentiert, oder? Ja, klar, aber wenn du es hast, also soll jeder zum. Jeder auch, wie er möchte. Ja, aber ich bin da auch komplett frei, ich finde das auch mal ganz interessant. Und da ist ja dieses CR7 ist ja dann ein Riesenbeispiel für. Ne, was er nicht da alles hat. Ne, und auch jedes Mal präsentiert und so auch polarisiert. Ne, dass er auch er liefert halt seit 15 Jahren. Ja, und die anderen nicht so. Die das deswegen, also nicht alle, aber weißt du, das sind viele, die dann vielleicht mal 2 Jahre geliefert haben und dann direkt Aubameyang, bestes Beispiel, aber ich mag den trotzdem ein bisschen. Ja, mal beim BVB. Ne? Aber das ist halt schon krass, ne? Das ist halt 4 bestehen, in der Gold, in der Silber, in der Tarnmuster, dann andere Leopard. Ja. Das ist schon interessant, ja. Definitiv. Aber ja, ich meinte auch eher so, dieser Druck raus heißt ja nicht, dass er dann auch zu entspannt im Spiel ist und dann vielleicht Fehler macht, weil er zu lax rangeht, sondern eher, naja, der wird freier durch diesen fehlende Geld vielleicht, weißt du? Ja, das kann sein. Aber es ist ja auch individuell. Nicht fehlende Geld, sondern das Geld, was er hat, meine ich natürlich. Der fehlende Druck. Fehlende Druck. Genau. Dann schön, dass du meine Gedanken sortierst, Ivan. Das gefällt mir richtig. Ja, da bin ich doch immer für dich da, Junge. Nee, das ist auf jeden Fall ein interessantes Thema. Das ist halt hier ist ja der Ansporn, ne, in der Liga, wo wir sind, ist ja der Ansporn, mehr zu verdienen. Oder der Druck ist ja auch höher, wie jetzt in der jetzigen Zeit. Das Spiel Trash-Talk, glaube ich, macht mehr mit dir als da oben. Kann ich mir vorstellen. Außer es ist jetzt wirklich ein krasses WM-Finale oder WM-Halbfinale, weil eine ganze Nation guckt. Mhm. Aber in so einem klassischen Spiel oder, weiß ich, selbst Viertelfinale Champions League, ja, da ist es, glaube ich, eher, es nimmt dir ein bisschen Druck, aber... Na, hier hast du auch mehr Unterschiede, ob Oberliga, Regionalliga, da hast du halt ein paar Leute, die halt ein paar Pfennige verdienen, ne? Und ein paar Leute, die dann gegen die du spielst, die dann schon in einer ganz anderen Sphäre unterwegs sind. Da kommt halt der Trash-Talk von dem, der nichts kriegt. Genau, ja, und dann, aber andersrum auch, ne? Andersrum geht es ja auch, das habe ich auch schon oft genug gehört, geht du mal morgen noch schön arbeiten. Ja, ein Joshua Kimmich oder auch ein Ante Rebic, wer fällt mir da noch ein? Das sind noch so ein paar Experten. Kimmich absolut nicht, aber der musste auch schon mal Zweite spielen, das wollte ich eigentlich ansprechen. Als der in Leipzig war, hat der, ich weiß nicht, ob der Oberliga oder sogar Landesliga mitgespielt hat. Mhm. Und auch ein Ante Rebic. Und Ante Rebic war ja so, ne, auch Mentalität, Balkan, ist immer wieder beim Thema. Der hat dann auch mal rausgehauen von wegen, naja, wer bist du? Weißt du? Ich bin hier, du bist wirklich noch unter der Lebensschicht. Und das ist klasse, und ja. Ja, der hat dann auch gespielt, wie kurz haben die erzählt. Ich habe ja einige, mit denen ich jetzt auch bei Chemie gespielt habe, die mit ihm da mal gespielt hatten, so ein Spiel gegen, keine Ahnung, Borna Kürbitz. Ja. Und das ist auch krass, ne? Du bist ja wirklich over the top und spielst ja gegen jemanden, der eventuell wieder eine Schicht geht am Montag. Aber das ist ja auch dein Job, das darfst du nicht vergessen. Also ich sehe es halt immer aus der anderen Sicht, weil ich die Erfahrung machen durfte. Wenn du zweite Mannschaftsspieler bist und jung, das war damals in Aue so, und du hast ja das große Ziel, dann in die erste Mannschaft reinzukommen. Und da sind ja die Profis. So, ne? Und du machst und tust und
musst ja zusehen quasi, dass du immer irgendwie in die Mannschaft kommst. Weil es kann ja, ist ja auch oft genug dann passiert, dass dann Leute runterkommen, die auf deiner Position spielen. Und dann bist du entweder so gut, dass der Trainer für dich eine andere Position findet, die du auch bespielen kannst, oder du bist halt draußen. So, und dann hast du natürlich, also Missgunst hat da auch eine große Rolle gespielt, weil du warst eigentlich vielleicht in deinen Augen gut drauf, bist ja dann auch voller Selbstvertrauen und dann beobachtest du natürlich denjenigen viel krasser, der gerade runterkommt, auf deiner Position spielt. Dann registrierst du natürlich oft auch mal hier und dort Abgefucktheit, ja, wieso bin ich denn jetzt Zweite und so, ne, und diese Dinge. Und der spielt dann vielleicht nicht so gut, wo du das schon brutal ärgerst. Ne? Also das sind ja, aber das ist auch, im Nachgang muss ich sagen, deswegen hat es dann auch hier und da nicht gereicht. Das ist auch eine große Empfehlung, glaube ich, für die Spieler, die dann zweite Mannschaft spielen, dass du dann wirklich den Anspruch hast, wirklich, egal was ist, so gut zu werden, dass der Trainer für dich eine andere Position findet, damit du immer spielst, dass du undenkbar bist oder nicht wegzudenken bist. Und dann natürlich ja, nicht in diese, in diesen Modus zu verfallen, dieses Missgunst und warum spielt der denn jetzt und ich kann jetzt nicht, mir wird das Leben hier schwer gemacht, das Leben wird ja nicht schwer gemacht, das Leben ist schwer und du musst dich halt nur durchsetzen. Da dreht sich der Kreis aber ganz gut, weil ich ja sagte, mich hat das übelst angekotzt nach Wilhelmshaven oder Holzbein Kiel. Na klar. Und da ist dann gefreut Samstag, als zweite Mannschaftsspieler. Genau, weil der, eigentlich sollte der dir helfen und dann war es wichtig, den Schalter umzulegen, weil da sind auch ältere Spieler in der Mannschaft, wo du dann spielst, wo Respekt eine Rolle spielen sollte, da kannst du denen helfen und es wird dich auf Dauer weiterbringen. Es kotzt dich übelst an. Meine Fresse hätte sie sehen müssen. Ja. Weißt du, die anderen, keine Ahnung, haben frei bekommen, ein bisschen auslaufen und du hier nochmal schön nach Buxtehude. Und dann habe ich das gemacht und es hat mich am Ende des Tages nicht dahin gebracht, wo ich ihn wollte, aber es hat mich trotzdem dahin gebracht, dass ich sage, es war richtig, dann nicht quer zu schießen, sondern es zu machen, weil auf mein Niveau, was ich hatte, in meiner Basis, bin ich trotzdem zufrieden, wie das trotzdem so gelaufen ist am Ende des Tages. Von daher, Empfehlung, spielt zweite Männer. Ja, ist so, ich hatte das auch als Spieler und habe dann auch große Sensibilität entwickelt, weil ich ja auch zweite Mannschaft gespielt habe, 2 Jahre. Und dann selbst dann auch als Trainer, wo ich in zweite Mannschaft gecoacht habe, die Wertigkeit dementsprechend, und dann auch als erster Mannschaftstrainer, dass ich sozusagen auch immer, wenn ich Spieler abgegeben habe, in die zweite, wenn ich die Zeit gefunden habe, und die habe ich meistens mir auch genommen, das halte ich halt für wichtig, dass die Spieler, die in die zweite Mannschaft gehen, oder die du da runterschickst, dann auch siehst. Und nicht von Hörensagen hörst oder vielleicht gar nicht die Wertigkeit dann innerlich hast, sondern dem auch natürlich dann auch die Aufmerksamkeit schenkst, wenn der spielt, damit er auch tatsächlich sich beweisen kann. Ja, damit er unter dem Trainer, wo er theoretisch spielt, dann auch die Leistung abrufen kann und sich empfehlen kann fürs nächste Wochenende, auch wenn es 3 Ligen drunter sind. Ja, und da habe ich, muss ich sagen, auch coole Erfahrungen machen dürfen, gerade in Aue, 2 Jahre. Und das war, da war ja noch, da waren ja so ganz alte Hasen, das waren so, also das da gibt's so herrliche viel, Geschichten, also, oder? Weil tolle, also, nimmst du so viel mit. Ja. Auch so Hierarchie, so, ne? Zum ersten Mal so Kontakt 19, 20 mit tatsächlicher Hierarchie, werde ich nie vergessen. Ja. Also Gerd Schädlich, Trainer, also richtig, du hattest ja schon Schiss, wenn er dich nur angeguckt hat. Also das, also der hat ja immer so ein bisschen grimmig geguckt, aber ich glaube, der war ein cooler Typ. Das habe ich natürlich damals überhaupt nicht empfunden. Und habe da oft bei der ersten mittrainiert und werde ich nie vergessen, also was da für eine Spannung und für eine auch, was du als junger Spieler ertragen musstest und mal durchs Feuer gehen musstest, was dann jetzt gefühlt gar nicht mehr so ist. Da war eine Story, da war ich mitgespielt, da war so ein Spiel, klassisches Spiel, Torerzielung, nur wenn alle über die Mittellinie sind. Absolut. Da waren ja Spieler dabei, Jörg Emmerich, der Kapitän 34, Angie Juskowiak und so. Ne? Also, die erste zweite Liga gespielt? Ja, die erste zweite Liga, ne? Also dann richtig alte Hasen und die hast ja gemerkt, da geht es ja um viel, das ist ja ein anderes Training, also da geht es wirklich zur Sache. So, ne? Und ich war rumgekegelt und so, gemacht, getan und spiele einen guten Ball so, die runter nach außen, wir machen das Tor, ich freue mich so und der Gerd pfeift hier kein Tor. Ich gucke, was ist denn jetzt los? Steht 5 Meter hinter der Mittellinie. Also ich habe einen Pass gespielt und bin eingeschlafen. Danach habe ich noch geguckt, was ist denn hier? Und was ist Ihr Problem? Ne? Haben mich kurz gefeiert, weil cooler Ball. Und dann, was passiert dann? Erstmal über den ganzen Platz. Emmerich, mit dem habe ich in der Mannschaft gespielt. Ey, du Spritzer!
Sieh zu, dass du läufst. Du bist 12 Jahre alt. Lauf um dein Leben, Junge. Du warst 12,5, oder? Erstmal kurz Pampers beim nächsten Training. Direkt losgesprintet danach. Ja. Danach, wenn ich den Ball gespielt habe, quasi im Vollsprint über der Mittellinie. Damit bloß nicht mehr nochmal. Weil da war ja alles ruhig und alle auf mich geguckt. Das ist geil, denn du hast dann nur noch so im Kopf. Junge, renn. Scheiße, Ball egal, renn. Ja, dass renn du erstmal dieses. Wirklich, renn um dein Leben. Ne? Ja, das. Wir haben jetzt auch schon wieder, das können wir nochmal aufgreifen demnächst, wir haben jetzt schon wieder 50 Minuten. Auf jeden Fall ist ja auch nochmal ein Thema, was ich auch nochmal vielleicht nächste oder übernächste besprechen wollte, die zweite Mannschaft an sich. Mhm. Viele Vereine können es einfach nicht mehr finanzieren, aber dementsprechend, weil viele Mannschaften wegfallen im Westen, das kannst du vielleicht nächstes Mal erzählen, wie das da ist, weil da gibt es ja noch viele, die überlebt haben. Aber gerade im Osten, wo das Geld knapp ist, hast du eigentlich nur noch Jena 2 und ja, eigentlich nur noch Jena 2 in der Oberliga, NOV und Nord, die das machen. Mal gucken, wie lange noch. Du hast einen riesen Pool an Spielern in der A-Jugend, die dann keine zweite mehr haben, um sich zu entwickeln und direkt in so eine erste gehen müssen. Was auch interessant ist, weil ein übelst großer Markt an Spielern, weil A-Jugend ist ja auch mal gerammelte voll mit im Leistungszentrum zum Teil 30 Spielern, weil da sind ja 8 dann nicht im Kader und noch mehr nicht im Kader, wo dann viel auch Druck herrscht, dass du erstmal in den Kader der Ersten kommst, dann bist du im Männerbereich und was ist dann? Ja, da geht ja der Weg eigentlich auch oftmals dann über die Oberliga. Ja, und ich bin interessant, wie sich das immer weiter entwickeln wird, weil es gibt so viele Spieler, die dann rauskommen, die dann nicht erstmal geparkt werden in der zweiten, sondern die einfach in der freien Marktwirtschaft sind. Ja, die müssen dann überleben. Ja, also entweder schaffen sie es, das war ja die Idee quasi. Ja. Also entweder schaffst du es direkt mit 19, ansonsten musst du halt über die Dörfer kommen, in Anführungszeichen. Ne? Definitiv. Und ja, im Westen auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall nächstes Mal besprechen. Ich hatte ja das Glück, auch viele zweite Mannschaften zu sehen, auch gegen viele zweite Mannschaften zu spielen mit meiner Mannschaft und selber gegen die zu spielen. Regionalliga West, ganz viele dabei. Und hier ist halt wirklich schade, da habe ich noch hospitieren dürfen, glaube ich, im letzten Jahr bei RB, zweite Mannschaft unter Robert Klaus damals. Danach, die haben ja auch eine super Rolle gespielt, die waren da, glaube ich, Dritter. Und danach abgemeldet. Ja, ist auf jeden Fall für junge Spieler schade. Ich weiß jetzt auch nicht, ob RB dann die Entscheidung hinaus, also jetzt im Nachgang, dort dann, also damals war ja eine Idee da, wieso man das gemacht hat, um sozusagen den Etat, den die zweite Mannschaft ja zwangsläufig auch hatte, mehr in die Jugend noch zu stecken, also noch mehr Elite rauszubringen. Noch mehr Maschinen rauszubringen. Ja, und noch mehr, also die Chance zu erhöhen, dass die es direkt schaffen mit 19 oder 18. Weil die haben auch diese Local-Player-Regelung, ne? Dass auch ein paar im Kader sein müssen, die zumindest hier mal ein paar Jahre Jugend gespielt haben. Genau, aber für zweite Mannschaft, also ich finde auch, kann man ja auch die Brücke schlagen, quasi zu deiner auch so ein bisschen vorher, was wir am Anfang hatten. Ja, Identifikation nicht nur als Fan, sondern auch als Spieler für seinen Verein. Und wenn ich da die Möglichkeit habe, natürlich über die zweite Mannschaft mich weiterzuentwickeln, vielleicht sogar bei der ersten Anschlusskader zu sein, zu trainieren, bei der zweiten spielen zu können, Spielpraxis. Dich und dann wohlfühlst. Ja, die ersten ein, zwei Jahre quasi sich akklimatisieren im Männerbereich oder halt sofort, wenn ich halt die Qualität habe. Ansonsten die ersten ein, zwei Jahre und dann eventuell das zu schaffen. Wenn nicht, dann muss ich halt über die Dörfer kommen oder halt dann rumkegeln. Stelle ich mir trotzdem schwieriger vor, wie es dann jetzt kommen wird, wenn die zweiten wegfallen, weil es schon auch eine kleine Oase für die, ne? Für die, die es wirklich nicht schaffen müssen, zumindest okay, Regionalliga Nordost ist jetzt nicht komplett Murks, weil da geht es auch schon um was, da ist Fernsehen da, da ist auch ein gewisser Druck da, gerade bei den Traditionsmannschaften hier im Osten. Von daher ein interessantes Thema, was wir auf jeden Fall nochmal aufgreifen werden. Was ich dir noch gar nicht erzählt habe, wir brauchen ja auch einen Folgentitel. Der erste war easy, ne? Flipside of Soccer an sich. Der ist selbsterklärend. Oder auch nicht, werden wir noch sehen, wie die Fragen kommen. Das ist ja Flipside. Flipside, ja, Flipper-Automat, oder? Casino. Ein klassisches Casino-Ding. Und ja, zweite Folge, keine Ahnung. Es war ganz interessant, was du da mit Pampers erzählt hast. Das könnte ganz gut funktionieren, glaube ich. Ja, sind die Leute, also der Unterschied nicht zwischen so. Nee, die Pampers, war die direkte Story war nochmal, du hast direkt die Pampers geholt fürs nächste Training. Ja. Weil Emmerich absolut Feuer gemacht hat. Naja, du hast da natürlich, also du hast ganz großen Respekt, ganz große, du wolltest dich unterordnen, wolltest bloß keinen Fehler machen und da war halt eine krasse Hierarchie auch da. Ne? Also wenn da ein älterer Spieler was gesagt hat, bist du halt gerannt. Ne? Und das Gefühl hatte ich dann als Spieler, je älter ich wurde, hatte ich halt nicht mehr, dass das so ausgeprägt ist, auch in dem Verein. Aber als 18-, 19-Jähriger, da geht es denen jetzt schon gut, den Jungs. Ne? Wir wurden, also bei mir war das dann die Endphase, glaube ich, des
ja, von oben die jungen Leute so ein bisschen auch dumm quatschen. Ne? Es war immer so ein bisschen. Das war so Feuertaufe, ja. So immer, ne? Auch so manche Dinge. Und ich fand das immer ganz interessant. Ja. Also ich, gibt's ja gar nicht, fast also gar nicht mehr. Ne? Da musste die Story muss ich noch erzählen. Vielleicht, ja, okay. Vielleicht hört er auch zu. Also da gibt es ja eine Geschichte zu in Erntebrück damals, wo ich zweite Mannschaft dann hin raus noch ein bisschen gekegelt habe. Da waren junge Spieler, die aus der A-Jugend kamen. Und mit einem, der jetzt, über den es geht, den habe ich auch noch Kontakt, heute noch telefoniert, Lars Birnbach. Für den war es, der war aus der A-Kreisliga, A-Jugend. Also ist doch gut jetzt da draußen. Mein Gott. Ganz tief. Und der hat gesagt bekommen, morgen zweite Mannschaft. Okay. Ja, und da war damals der erste Mannschaft vor der Regionalliga, glaube ich. Da war Florian Schnurrenberg, der jetzt Halle trainiert, Trainer. Ja, okay. Und also war morgen gut aufgestellt. Ne? Also es war nicht so weit weg und auch schon die professionelle Schiene. Und in der zweiten Mannschaft waren dann ganz viele, die ein bisschen älter waren jetzt auch, aber gestandene Spieler, die dann in der zweiten Mannschaft quasi noch ein bisschen gespielt haben. Einer davon war ich. So, und der kam dann hoch und aus seiner Sicht, die Story, die erzähle ich mal aus seiner Sicht, dem wurde gesagt am Tag davor, du trainierst morgen zweite Mannschaft. Der ist mit meinem Freund zusammen, den ich dann auch noch trainiert habe, der Schulbach. Und die waren dann in der Schule und der war dann 3-4 Mal auf Toilette und so. Und also total aufgeregt, total Angst auch. Und die waren in der Kabine und da waren ganz viele geile Charaktere in der zweiten Mannschaft. Also, und wir haben die beobachtet so, ne? Aber parallel so ein bisschen gequatscht und ein bisschen Spaß gemacht, wie es halt in der Kabine so ist, ein paar Sprüche. Die beiden 45 Minuten oder eine halbe Stunde vorher raus, quasi nur da gesessen, in ihrem Spind, gar nichts gesagt, also komplett taubstumm, also bloß nicht angesprochen werden, bloß also unsichtbar sein, quasi eiserner Vorhang. Nee. Und dann raus, Training, erste 5 Minuten, also dann Ecke gespielt, erster Ball, konnte er irgendwie nicht annehmen, sofort angeschrieben, ich sag mal, wir sind hier nicht mehr an der A-Jugend, da kannst du keinen Ball annehmen oder was, mache dich sofort rein. Dabei war mein Ball vielleicht scheiße, aber ich sofort geekelt. Ja, ja. Es geht auch schnell, als junger Spieler machst du die Platte direkt. Ne? Also das war legendär und dann war Abschlussspiel und er hat mit dem Kapitän zusammengespielt, auch so ein bisschen Choleriker, aber cooler Typ. Wollte unbedingt gewinnen und Lars hat rechter Verteidiger gespielt und der Kapitän war Innenverteidiger und ich war auf der anderen Seite Innenverteidiger und ich habe einen Chipball gespielt auf unseren Stürmer und Leiche, also der Kapitän, der ist Sascha, der ist wollte zum Kopfball, hat dann geschrien Leo und Lars hat das irgendwie nicht mitbekommen, der war rechter Verteidiger und ist quer reingelaufen, ne? Quer reingelaufen und auch mit hochgesprungen, Ende vom Lied war Krankenhaus, nee, Ende vom Lied war Leiche, also Lars springt mit dem Kopf gegen Leiches Lippe. Also ich musste hinten schon lachen, weil ich wusste, was passiert. Ne? Und alle ruhig, alle gucken schon. Leiche macht nur so, er greift an die Lippe, Blut dran und dann sofort, also umgeschalten auf Ausrasten, guckt Lars so an. Ey, du kleiner Idiot, ich hab Leon gerufen. Bist du nicht mehr ganz dicht? Dann komplett freigedreht, den Ball genommen. Über den Fangzaun weggeschossen und dann reingegangen in die Kabine. Während er reingeht, hat er einfach zum Trainer gerufen: Ja, Trainer, wenn der noch einmal zum Training kommt, komme ich nicht mehr. Ende vom Lied war Lars kreidebleich, also wirklich fast geflennt, konnte nicht mehr, war komplett aufgelöst, ist nach dem Training in die Dusche zum Kapitän, hat gesagt, ey, sorry, und da war es wieder, der hat gesagt, ey, kein Thema, alles gut. Aber die Situation, aber, ne? Aber Feuertaufe, ne? Also du musst ja erstmal mit der Situation klarkommen, das ist halt nicht mehr Kegel in A-Jugend und so, ne? Also das war sowas von witzig und das prägt ja dann auch einen Spieler, ne? Also der danach dann erstmal, bumm, auf die Fresse und jetzt ist er angekommen quasi, ne? Er weiß zwar, Hierarchie, hier geht's, hier kann ich nicht alles machen, aber ja, es ist einfach... War einfach toll zu sehen, definitiv. Ne? Und das macht aus dem Spieler irgendwas. Und jetzt, im Nachgang, hatte ich auch viele Situationen, wo so junge Spieler noch kamen und sofort die große Fresse, sofort machen und tun, dann verbaust du dir so ein bisschen auch alles, ne? Muss ich sagen. Ne? Wenn du den Respekt da nicht hast, muss man definieren, was Respekt ist. Aber auf jeden Fall gibt es da tolle Geschichten und das wird sicherlich uns noch ein bisschen begleiten in dem Podcast. Podfast. Stimmt. Nein, Entschuldigung. Das ist ein klassischer Podfast. Ja. Nee, da haben wir jetzt auch schon eine Stunde schon wieder geplappert. Ich würde vorschlagen, Folgentitel, Pampers wegen Emma oder Pampers wegen Emmerich. Finde ich cool, ja. das ist catchy. Ja, klar, kann man machen. Emma oder Emmerich? Emmerich, ne, Emma war speziell. Ja, ne, Emma, oder? Ja.
und die Aufklärung folgt, wenn er die Geschichte hört. Wir haben heute Sonntag, den 10.01.2021. Die Folgen sollen eigentlich in der Zukunft jetzt immer von Montag zu Dienstag Mitternacht kommen. Das heißt, wir haben ein bisschen den gegenwärtigen Effekt vom Wochenende, können darüber auch ein bisschen philosophieren und ja, haben dann so einen Rhythmus drin. Einmal die Woche wollen wir es packen. Und ja, stay tuned. Es kommt noch einiges auf uns und auf euch, denke ich, vor. Und ich wünsche euch was. Eine schöne Woche und bis bald. Ciao. Ciao, ciao.